Und damit herzlich willkommen zu Don't Knock Twice auf der PlayStation 4. Dieses Let's Play wird mein erstes Let's Play mit Audiokommentaren sein oder mit Kommentaren, die ich tatsächlich beabsichtigt aufnehme, ohne jetzt einfach nur ein billiges Headset aufzuhaben. Don't Knock Twice. Wir starten ein neues Spiel. Ich hatte schon einmal drauf gedrückt, um zu gucken, ob die Einstellungen passen und so weiter. Viel zu sagen, im Vorfeld gibt es über dieses Spiel eigentlich nicht, beziehungsweise ich kann schon mal hier drauf drücken, da wir extrem lange Ladezeiten haben. Ja, jetzt kommen die langen Ladezeiten. Also dieses Spiel startet ohne Intro, ist vom gleichnamigen Film Don't Knock Twice. Den Film habe ich auch vor kurzem erst gesehen, zumindest mit so einem halben Auge dann zwischendurch mal hingeguckt. Wobei, man muss jetzt nicht den Film gesehen haben, um das Spiel zu verstehen, obwohl jetzt gleich kein Intro kommt. Das meiste wird im Spiel schätzungsweise aufgedeckt. Es wird einige Passagen geben, wie Tagebücher und so weiter, welche ich nicht vorlesen werde, weil ich schon gesehen habe, die Schrift ist ziemlich klein. Und so wie ich hier gerade sitze und dieses Let's Play aufnehme, kann ich zwar gerade noch lesen, aber wenn man sich dann irgendwo verhaspelt oder sowas, das zerstört dann auch wieder das Ganze. Außerdem, ihr hört es schon, ich habe jetzt auch nicht unbedingt eine Synchronsprecherstimme und mache das, wie gesagt, zum ersten Mal. Muss mich also erstmal noch so ein bisschen reinfinden und werde höchstwahrscheinlich auch ziemlich oft irgendeinen Schwachsinn reden. Aber trotzdem versuchen, nicht zu sehr mit Gequassel die Atmosphäre zu zerstören. Gucken wir erstmal, wie es weiterläuft, ob es euch gefällt, ob es mir gefällt. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt erstmal Don't Knock Twice. Lass mich endlich in Ruhe. Ein SMS von Chloe, wie es aussieht. Nehmen Sie den Kerzenständer auf den Weg schon? Okay. Wir sehen schon Dinge, mit denen wir interagieren können, werden auch dargestellt. Ein unheilvolles Klopfen. Erschreckt. Ich hatte das gerade auch schon. Ich habe mich erschreckt. Aber dafür spielen wir ja solche Spiele oder gucken uns Let's Plays von solchen Spielen an, weil man sich ein bisschen grusen will. Was wir tun sollen, ist mit unserer Kerze den Raum ein bisschen erhellen, beziehungsweise die anderen Kerzen hier im Zimmer ein bisschen anfangen zu zünden. Machen wir auch gleich mal. Wir merken schon, voll der Bringer, dieses Kerzenlicht. Ja, und ich muss aber sagen, also grafisch, optisch oder von der Stimmung her, doch schon sehr gut gelungenes Spiel bislang. Obwohl die Kerze jetzt natürlich ein bisschen den Flair rausnimmt, wie wir hier ins Bild halten. Habt ihr euch auch schon mal gefragt, ob es irgendwo für Spiele-Designer einen Shop gibt, wo es extra solche Art von Bildern zum Download gibt oder ob die wirklich für jedes Spiel immer angefertigt werden? Ich meine, man kann es nicht ausschließen, dass nicht extra so ein Bild gemalt wurde für dieses Spiel. Oder vielleicht ist ja auch einer der Designer, vielleicht haben die auch alle ihre Scrabble-Books rausgeholt. Ihre alten Werke. Noch aus Amiga-Zeiten oder so. So.
Und hier, wie angesprochen, hatten wir es auch schon. Man findet zwischendurch auch mal Prospekte. Wie gesagt, um die Stimmung jetzt nicht komplett im Arsch zu reden, das mache ich so schon genug. Ich muss mir die Teile zwar auch durchlesen, aber ich werde es euch nicht vorlesen. Ihr könnt stattdessen eventuell auf Pause drücken und könnt euch die Dinger dann selber durchlesen. Ersten, noch nicht Herzinfarkt, aber nach unserem ersten Schreckmoment gehen wir doch mal weiter. Ich habe auch schon gemerkt, es können fast alle kleineren Objekte genommen werden, auch dann geworfen oder fallen gelassen werden. Auch kann man Objekte aufnehmen. Wenn man dann nah genug an andere Objekte rangeht, kann man sowas hier tun. Ja. Ob das für das Spiel noch wichtig sein wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, es sind nicht alle Objekte, die man tatsächlich auch aufnehmen kann, markiert. Sondern nur die, die wirklich für den Spielfluss dann auch wirklich interessant sind. Die unbedingt gelesen werden sollten. Oder benutzt werden sollten. Facebook. Oder vielleicht Barnes. Ink, ink, ink. Eine Tasse unterm Schreibtisch. Da gehört sie hin. Die geht auch durch den Schreibtisch. Hoppala. Oh, da kann man aber einiges an Schabernack treiben, glaube ich. Mülleimer. Brief, den man werfen kann. Sehr sinnig. Sehr sinnig. Okay, schauen wir uns mal weiter um. Warum hast du den Strom ausgeschaltet? Ich hasse dich. Ich würde sagen, auch hier entzünden wir erstmal die Kerzen. Bringt ja immerhin ein bisschen was. Tagebuch von Chloe. Erstmal Kerzen anmachen kann ja nicht schaden. Sind Schatten hier? Das ist ja schon extrem vielversprechend aus.
drollig. Mademoiselle, ich übergebe mich. Empfehle mich. Wir hören es schon wieder klopfen. Und wir sehen, wir haben kein Spiegelbild. Die Geschichte hinter der preisgekrönten Künstlerin und Bildhauerin Jessica Webb Thomas. Das sind wir. Nicht schlecht, wie die Dinger dann einfach so, ne, irgendwo in die Ecke fliegen. Obwohl man könnte so wahrscheinlich auch ein bisschen dezenter wieder ablegen. Ja, wir hören wieder ein unheilvoll klingendes Klopfen. Wir gehen nicht zu dieser klopfenden Tür. Wir lesen uns auf dem Weg noch schön brav alle Zettelchen durch, um das Sache, um die Sache ein bisschen auszuzögern. Chloe also wieder bei uns aufgenommen zur Probe. Da geht's auch schon nach draußen. Ja. Wer hätte nicht gerne so einen Hof? Oder Garten oder. Mein Gott. Hallo. Du willst mich wieder verlassen, nicht, du selbstsüchtige Hure. Die ist aber ganz schön frech, die Chloe, möchte ich mal sagen, oder? Ist ja schon fast unverschämt. Mir im Traum nicht einfallen, sowas zu schreiben. Vor allem zu der Mutter. Glaube ich. Okay. Wollen wir mal ein paar Lichter, Kerzen anzünden. Wo ich jetzt tatsächlich sagen muss, ich finde nicht, dass das irgendwie kann ja schon ausreichend sein. Süß. Wie gesagt, wer will sowas ranzigen Brunnen mit so einem Hirschkopf aus Stein? Wer hätte das nicht gerne im Garten? Nein, ich. Wie
und sagt, hier kommt schon gut Atmosphäre auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt beim Gucken das gleiche ist. Ja, doch, wenn man das jetzt so selber spielt im Dunkeln. Ja, doch schon eine ziemlich beklemmende Atmosphäre, muss ich sagen. Dann solche Soundeffekte einen schon so zum Zittern bringen können, ist unglaublich. Behutsam die Tür hinter uns auch wieder schließen. Hier rein. Doch schon. Sind uns da keine Bilder von der Wand gefallen? Oh. Kein Winterwindhauch hat uns die Kerze ausgeblasen. Aber wir wissen ja, wo wir unser Feuer herkriegen. Für die, die jetzt schon die Orientierung verloren hatten, wir sind wieder quasi am Anfang. Mit leichten Veränderungen. Okay, wir haben scheinbar Schmutz auf dem Boden. Ich könnte schwören, der war gerade noch nicht da. Fußabdrücke. Schon sehr verheißungsvoll, möchte ich fast mal sagen. Und seht euch das mal an. Ja. Ich glaube, diese Bilder wiederum gibt es nicht in irgendeinem Online-Store für irgendwelche Publisher. Okay, da hat sich irgendjemand an diesem Bild zu schaffen gemacht. Oder das Bild hat sich einfach so verändert. Ich finde eher zum Vorteil. Das Bild hat sich auch verändert, oder? Ich meine, das Schiff war vorher auch drauf, aber das sieht doch hier aus, als wenn das Schiff am Brennen wäre, oder? Meine ich, bilde ich mir das jetzt nur ein. Massenpsychose bei Einzelpersonen. Okay. Doch schon ein wenig gruselig, möchte ich sagen. Okay, auch hier. Irgendwas ist anders. Ich könnte fast schwören, dass das Ding da vorher in der Form nicht drauf war. Weil ich mich dann schon über, naja, lustig gemacht hätte irgendwo. Wobei, es ist gruselig, gut gezeichnet. Man kennt ja diese meistens im Sepia-Look alten, gemalten Bilder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Wir zünden die Kerzen an. Wir hätten uns also auch gerade schon schenken können. Das wiederum, also das finde ich jetzt echt relativ gut gemacht. Ich weiß zwar nicht wie, warum, wieso, wozu.
Aber es haben sich tatsächlich die Bilder hier, und das ist auch nicht mal eben schnell einfach nur drüber geschmiert oder so. Nein, die Bilder haben sich komplett verändert. Spooky. Aber ich mag sowas. Okay, hört sich ein bisschen krank an, wenn ich sage, ich mag sowas. Also diese Gruselstimmung, so gruselige Bilder. Also ich finde die Version schon fast, auch wenn die irgendwie verstörend sind, besser als die Dinger, die da vorher hangen. Oh Gott. Hat sich da irgendwas... Okay, die Tür könnte man jetzt öffnen. Ich gehe dann noch nicht rein. Ich will erst sehen, ob sich auch noch weitere Sachen verändert hatten. Haben. Und natürlich die Kerzen wieder an. Okay, hier ist jetzt zu. Man wird also doch schon relativ gut geleitet, auch von dem Spiel. Hier. Also man hört dann auch so das Knarren so aus den Richtungen. Man wird tatsächlich schon so ein bisschen in die Richtung geleitet, wo man dann im Endeffekt hin soll. Dann machen wir das doch mal. Da seht ihr, das sieht aus, als wenn da noch so ein Durchgang wäre, so als wenn da nur die Tapete einfach so drüber tapeziert wurde. Abbrennen. Was auch so ein bisschen die Stimmung kaputt machen würde. Aber für mich unglaublich hilfreich wäre, wäre eine Karte. Abgeschlossen. Sowas, ich meine, ich bilde mir fast ein, man weiß, was hier früher oder später passiert, ja. Dann kann ich das Ding hier schon mal wegnehmen. Das fängt doch nachher an zu spielen oder der Deckel knallt zu. Weiteres Kind vermisst. Seit 19 Blättern können wir jedoch nicht. Es geht da nach oben. Es geht da weiter. Sieht aus wie eine Eingangstür. Kein Symbol dran. Dann Dong. Ja, wie gesagt, diese Originalbilder, die sind alle schon irgendwie ein bisschen schräg, oder? Na klar, geht jetzt das Telefon. Muttermörder, Erfolg, beziehungsweise Trophäe erhalten. Okay. Oh. Da ist er auch schon. Ein sehr dezenter Alarm, dass diese, oder die ersten 25 Minuten rum sind.
Ist aber auch eine gute Ecke. Wir sind gerade nicht in Action. Wir müssen nicht flüchten. Ich werde also an der Stelle dann auch diesen Part erst einmal beenden. Mir das Resultat angucken und dann auch erstmal entscheiden, ob es sich überhaupt lohnt für mich in der Form überhaupt weiterzuspielen oder nicht. Ich hoffe doch. Wenn ihr dann neu dazugekommen seid oder habt bis hierhin geguckt, ohne dass euch meine Stimme oder mein Let's Play, also meine Art zu spielen, auf den Sack geht, erst einmal danke dafür. Abonniert ruhig meinen Kanal, lasst einen Kommentar da, gebt einen Daumen nach oben, wie auch immer. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder.